Herzlich willkommen zu meinem Sonntagsvlog. In der vergangenen Woche waren die Nachrichten, die Zeitungen, Facebook und Twitter voll der Nachricht, dass die Mitglieder in den Kirchen zurückgehen werden. Viele sprachen sogar von einer Apokalypse 2060. Aber mal ganz ehrlich, wir müssen uns auf die konzentrieren, die positiv in unseren Kirchen und Gemeinden wirken und arbeiten. An diesem Wochenende verbringe ich ein Konfirmandenwochenende mit 8 wunderbaren Jugendlichen. Die gestalten gerade eben ihren Spruch auf Konfirmationsbannern. Diese Bibelsprüche sind Hoffnungszeichen in einer Welt, in der vielleicht Kirchen kleiner werden. Und wir sollten uns auf diese wunderbaren Hoffnungszeichen konzentrieren, denn sie sind da und müssen nur wahrgenommen werden. Einen gesegneten Sonntag euch. Tschüss! Freut sich. Aber Leo,